Hallo ihr Lieben, ich mache ein neues Video für euch und zwar, ich hatte euch ja in den letzten zwei Videos schon die Produkte von 2M Beauty Nails vorgestellt und ja, ich zeige euch heute, wie ich meine Nägel mache, beziehungsweise ich habe hier einen für euch übergelassen, halt ganz natürliche Babyboomer und zwar richtig pinke. Wer drauf steht, also für den ist das auf jeden Fall was. Ihr wundert euch bestimmt, ich habe ja sonst immer Überlänge und ja, aber ich habe jetzt einen neuen Job wieder, wo ich auch noch arbeite und da geht das halt nicht. Und ja, dann fangen wir an. Ich habe die Nagelhaut schon entfernt mit Propusher und Fräser und jetzt trage ich mir den Bonder auf. Das ist ein säurefreier Acid-Free Primer. Wie gesagt, die mit Säure würde ich nur benutzen bei Leuten, bei denen gar nichts anderes funktioniert. Ich finde diese hier besser. So. Dann nehme ich mir mein Haftgel, den Bonding Sealer. Muss euch ja sagen, ich liebe diese Tiegel, ne? Die sind so wunderschön. Naja, dann nehme ich mir meinen Bonding Sealer. Mein Pinsel. Und massiere mir das ganz, ganz dünn in den Naturnagel ein. Und härte das für 30 Sekunden in meiner Twin Light aus. So, jetzt nehme ich mir eine Schablone. Eine kleine Studio-Schablone reicht. Ich mache ja nur eine ganz kurze Verlängerung. Und die sind so stabil, da brauche ich dieses Mittelteil auch nicht. Roll die hier so ein bisschen vor. Zwischen meinen Daumen. Und da das hier ein Video auch gerade für Anfänger sein soll, werde ich da jetzt auch nichts pinchen und das geht auch so. Sitzt optimal. So. Dann mache ich meine Verlängerung mit dem Kevo-Gel. Setze mir das hier in der Mitte ab. Und verteile mir das dann bis zu den Seiten. Und gehe wirklich, also nur hier bis zu dem S. Ein bisschen was nach. Mal gucken, ob ich auch im Bild bin. Ich will ja, dass ihr auch wirklich alles seht. So, dann mache ich das so, dass ich mir das jetzt hier in den Seiten nochmal so hochschule in den Nagel rein, damit wirklich die Seiten auch schön eingepackt sind. Da wische ich mir das sauber, wo ich keine Verlängerung haben möchte. So, das kommt jetzt wieder in die Lampe. So, weil ich ja gleich direkt mit Make-up-Gel als nächste Schicht hinten am Nagelbett arbeiten werde, mache ich mir zur Sicherheit eine ganz dünne Schicht von dem Kevo-Gel dazwischen. Also das mache ich immer. Wenn ich auf dem Haftgel arbeite, ich nicht mit Make-up-Gel. Da setze ich dann eine ganz dünne Schicht Aufbaugel zwischen. Das kann nämlich sonst auch ein Grund für Liftings sein. Wenn man das Make-up-Gel ja wirklich nur so ganz dünn einmassiert, dass das dann zu Liftings kommt. So, jetzt löse ich meine Schablone, mache die unten schön zusammen. Und dann, wenn ich merke, dass die Schablone also wirklich noch
daran klebt, nehme ich mir hier einen spitzen Gegenstand, das kann auch eine Pinzette sein, und drücke mir das hier so weg. Dann ziehe ich die nach unten weg. So, vorne habe ich so ein paar Fransen, die schneide ich mal weg. Dann schnappe ich mir eine Feile. Feile mir das Überstehende hier so ein bisschen weg. Dafür muss ich jetzt auch gleich einmal kurz aus dem Bild. So, und jetzt guckt mal, wie dünn die Verlängerung ist. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Und die ist trotzdem super stabil. Es ist ja jetzt nicht gepinscht, ne? Aber das Gel lässt sich auch pinschen und es ist super stabil, obwohl es so dünn ist. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. So, jetzt habe ich hier so ein kleines Brühchen. Das habe ich von der Ildico bekommen. Das ist das White FX Gel. Und das ist so ein puddingartiges Gel. Aber, also es ist kein von diesen Gelen, die sich überhaupt nicht glatt ziehen. Und es ist ganz, ganz weich. Ja, ist schwer zu beschreiben. Habe auf jeden Fall auch schon French-Nägel damit gemacht. Und ist gerade für Anfänger auch gut geeignet zum Andocken, weil es eben nicht verläuft, ne? Und das nehme ich jetzt auch für Babyboomer. Ihr seht, das ist ein rein weiß. Es ist also kein Soft White. Aber es geht trotzdem. Ich setze mir das hier unten ab. Ich werde es auch so arbeiten, dass ihr das auch sehen könnt. So. Teile mir das hier unten schön, meine Verlängerung. Dann mache ich meinen Pinsel einmal sauber und blende mir das jetzt nach hinten. Pinsel nochmal sauber machen. Hier hinten richtig ausblenden, da wollen wir ja kein Weiß haben. So. Okay, hier vorne fehlt mir noch ein bisschen was. Und das ist auch ein Gel, was unheimlich stabil ist. Also das mit dem Kevo zusammen als Verlängerung kann ich jeder Kassiererin oder Leuten, die halt viel mit Geld arbeiten, nur empfehlen. Ich habe es selbst getestet. Funktioniert super. So. Das kommt jetzt wieder in die Lampe. So, jetzt nehme ich mir mein Make-up-Gel. Nehme mir ein kleines. Ach nee, erstmal mache ich mir eine dünne. Hast du vergessen? Dünne Kontaktschicht. Damit da nichts in die Ränder laufen kann. Und dann nehme ich mir ein kleines Kügelchen auf und setze mir das hier vorne ab. Also ziemlich in der Mitte. Und verteile mir das besonders halt da auf den Übergang, wo ich halt am meisten abgedeckt haben möchte. Nehme mir noch mal ein bisschen was nach. Aber das Gel deckt wirklich sehr gut, da braucht man nicht so viel von. So.
nach hinten mache ich das jetzt so, dass ich richtig Druck auf den Pinsel gebe, dass es also nach hinten hin ganz dünn nur ist. So, dann mache ich meinen Pinsel einmal sauber und ziehe mir das jetzt hier so ganz leicht nach vorne drüber. So. Das kommt jetzt wieder in die Lampe. So, das ist gehärtet. Jetzt nehme ich mir das Pink 3 in 1 Gel. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, pinke Woma. Also das bleibt wirklich, die Kamera bringt das gar nicht so richtig rüber. Aber ihr seht ja auch schon hier im Tiegel, das ist wirklich pink. Und das bleibt auch so nach Aushärtung. Und das finde ich wirklich besonders. Es haben nämlich ganz wenige Gele. Die meisten werden weißlich. Also ich habe da ganz lange gesucht und immer hatte ich dann welche, die weißlich wurden. So, damit mache ich jetzt meinen Aufbau. Ich nehme es hier ab, teile das zu den Seiten und ziehe es mir nach vorne. Fehlt mir noch ein bisschen was am Übergang. Kann man nämlich auch noch mal sehr schön mit kaschieren. Dadurch, dass es nämlich ein Reinweiß ist, ist es halt ein bisschen schwieriger zu verblenden als ein Softweiß. Aber es geht und ich finde, es hat am Ende auch einen sehr schönen Effekt. Das gebe ich jetzt in die Lampe, befeile das und dann hole ich euch wieder dazu. So, der Nagel ist jetzt befeilt, wobei ich nicht viel feilen musste. Man hätte auch wirklich nur buffern können. Jetzt versiegeln wir den noch. Dafür nehme ich hier den Versiegler ohne Schwitzschicht. Versiegler ohne Schwitzschicht muss man wirklich immer nur ganz dünn auftragen. Und am besten einmal die Hände waschen, bevor man mit Öl dran geht, sonst kann das matte Stellen geben. Kleiner Tipp von mir. So, fertig. So, das ist das fertige Ergebnis. Übrigens habe ich alle Gele in der Kombilampe ausgehärtet. Und wirklich nur 30 Sekunden. Außer den Versiegler, den habe ich halt 60 Sekunden anstatt zweimal 120 aushärten lassen. Und ich merke das gerade beim Video machen, es ist eine enorme Zeitersparnis. Ja, aber zu der Lampe gibt es nochmal ein gesondertes Video mit ein paar klaren Worten. Das war es jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, das kleine Video gefällt euch. Bis dann. Yalla, bye bye.